Wir machen heute wieder nativ den Keratinkomplex. Und zwar nur einen Teilbereich, den Hinterkopf. Und der erste Schritt wäre jetzt einmal das Haare waschen. Also bei der Nadine haben wir jetzt eines, wir haben diesen hinteren Teil jetzt abgeteilt und zwar für die Keratinbehandlung, dass wir genau da, wo es immer so schlecht zurechtkommt, dort applizieren wir jetzt genau das Keratin und dann werden wir sehen, wie leicht nachher das zum Stylen geht. Der zweite Schritt wäre dann das Trocknen. Der dritte Schritt ist dann, dass wir das Keratin auftragen. Das zeigen wir dann nochmal ganz genau und zwar nur dort, wo wir es brauchen diesmal, also einen kleinen Bereich. Da ist es ja auch lockig, ja. Und genau das, was sich hier immer so wegdreht, widerspenstig, das werden wir heute auch behandeln, also die Schritt für Schritt. Von ganz unten an. Genau, von ganz unten, wir tragen auf bis hier zum Wirbel hinauf. Den ganzen Hinterkopf machen wir. Okay. Dann lassen wir das Ganze einwirken, eine halbe Stunde. Nachher tun wir dann den Überschuss abnehmen. Der fünfte Schritt wäre dann, dass wir das Haar dann komplett trocknen. Und dann nachher versiegeln. Dann sind wir eigentlich fertig mit der Pflanzenbehandlung. Das ist kein normales Glätteisen. Das ist speziell fürs Keratin geeignet, um eine Versiegelung mit dem Keratin zu machen. Hat auch eine größere Platte und eine ganz genaue Temperatureinstellung, die für uns sehr, sehr wichtig ist. So, wir haben jetzt bei der Nadine, da sehen wir es ganz deutlich, die behandelten Haare. Sehr viel weniger Volumen auch, weil die Nadine hat extrem viele Haare. Hier sieht man, hier gehen sie einfach nur auf. Und ganz ein deutlicher Unterschied zu hinten. Auch am Seiten, von der Seite her sieht man das sehr gut. So wie sie sich wünscht. Glatt, flach, glänzend, angenehm zum Angreifen. Im Gegensatz jetzt, so wie die Haare eigentlich vorher waren. Diesen Teil macht sie sich dann zu Hause, die Nadine, immer selber. Das ist nie ein Problem. Da hinten muss sie dann nichts mehr tun. You disappear.